Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhistorie80 mit einem neuen Mystery-Unboxing-Video. Ich freue mich wie die Sau, denn ein lieber Abonnent, der liebe Kemal, hat mich angeschrieben: Ach, Stefan, ich mag dich so sehr, würdest du mir mal deine Adresse geben? Ich würde dir gerne mal was zuschicken. Also ganz ehrlich, sage ich, du brauchst mir nichts zuschicken, ich mache es wirklich sehr gerne, aber gut, okay, ich habe meine Adresse gegeben. Und er hat sich wirklich viel Mühe gegeben, mir was auszuhauen. Du hast so eine große Sammlung, ich habe keine Ahnung, was ich dir schenken soll. Aber er hat was gefunden, war auch wohl sehr teuer, hat er mir geschrieben. Und hier ist es wohl drin. Also ich bin jetzt schon sehr gespannt. Also lieber Kemal, vielen herzlichsten Dank für dieses Paket. Ich freue mich echt wie verrückt. Ja, er hat natürlich nichts verraten, was hier alles Schönes drin ist. Und ich mache einfach hier mal auf. Ich hoffe, ich kann es hier richtig aufschneiden. Und ich hoffe, wir machen auch nichts kaputt. Okay. So, einmal hier nochmal aufschneiden. Also ich bin jetzt wirklich schon sehr gespannt. Ach so, so ein Paket. Ah ja, okay. Entschuldigung, ich habe mich da bis... ja, achso, hier. Okay, jetzt habe ich es offen. So. Oh. Hier ist sau geil. Hier ist sau geil. Oh. Du hast genau mein Geschmack getroffen. Captain Jack Sparrow. Ja, und noch ein Steelbook auch noch, und zwar Smoking Aces. Ja, das wollte ich mir auch schon die ganze Zeit mal kaufen, habe es mir nicht gekauft. Film fand ich eigentlich ganz lustig, habe ich vor vielen Jahren mal gesehen. Richtig cooles Teil auf jeden Fall auch. Vielen Dank, aber ich muss gestehen, am meisten freue ich mich wirklich auf Captain Jack Sparrow. So geil. Soll ich es jetzt auspacken oder soll ich ihn eingepackt lassen? Aber ich glaube, wie ich mich kenne, weil mir ist eigentlich egal, ob jetzt die Figuren ein- oder ausgepackt sind, werde ich das jetzt wirklich auspacken? Ich weiß echt nicht. Er hat mir geschrieben, es ist extrem teuer gewesen. Wenn ich die jetzt wahrscheinlich jetzt hier auspacke, ich habe keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Ah, Captain Jack Sparrow, du bist herzlichen Dank, saugeil, Captain Jack Sparrow. Ich bekomme ja bald, zumindest nächstes Jahr, bekomme ich ja die Hot Toys Figur, meine allererste Hot Toys Figur. Wir machen erstmal, ich überlege mir jetzt noch, ob man die so aufmachen kann. Das kann man nicht so aufmachen, sehr, sehr schade. Aber wir machen erstmal das Steelbook auf. Ach, voll cool, wirklich. Ich bin Hot Jack Sparrow. Ich liebe Jack Sparrow, ihr wisst ja ich. Nächstes Jahr gehe ich auch auf Hollywood Vampires mit Alice Cooper. Dort spielt nämlich auch Johnny Depp, nämlich auch Gitarre. Ich gehe nach Frankfurt, wer auch hinkommen möchte. Ja, ich bin auf jeden Fall dort. Und hier eben Smoking Aces. Ich bin jetzt echt... kam gerade von der Arbeit heim und sehe dieses schöne Paket von ihm. Und was soll ich sagen? Geile Sache. Richtig cool. Ja, Smoking Aces geht 108 Minuten. Und ja, ich habe den Film echt schon lange nicht mehr gesehen. Kann mich auch kaum noch an den Film erinnern, muss ich zugeben. Und ja, als Bonusmaterial gibt es hier einiges. Und so ein Audiokommentar könnte ich hier gerne mal durchlesen. Und wir machen einfach mal auf. Der Film geht 109 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben. Ich dachte, war mal ab 18, nicht? Und wir machen hier auch mal das Klebchen auf. Also man kann die hier gut abziehen. Und dann haben wir ein richtig cooles Design, wie eben eine, ja, Pik Ass, oder wie ein Ass, wie eine Karte. Sehr steiger auf jeden Fall, hier eben dann die ganzen Waffen. Hat ein bisschen eine Ähnlichkeit mit Expendables, mit diesen ganzen Waffen, wo also rum sind. Hier eben Smoking Aces, sehr steig. Und wir haben hier auch ein Spy, man kann sogar hochkant halten, denn hier kann man Smoking Aces richtig gut lesen. Smoking Aces oder Smokin, weil eigentlich ist ja kein G dabei. Entschuldigung, ich bin völlig überdreht. Und auch ein cooles Backmotiv, eben hier eben ein Pik-Ass mit einem Totenkopf drin. Sehr, sehr steig, auf jeden Fall auch in Schwarz gehalten. Und wir machen jetzt mal auf. Und wir haben hier eben dann die Blu-ray-Disc Smoking Aces.
und hier eben dann FSK 16 und das Blu-ray-Disc-Emblem. Und ja, innen auch ein richtig cooles Innenmotiv mit den Charakteren. Das schaut so aus. Sehr schönes Teil auf jeden Fall. Wirklich war richtig toll. Und ja, vielen herzlichen Dank für den Film. Wenn wir den auch bald mal zu Gemüte führen. Denn wie gesagt, das habe ich schon echt, schon ewig nicht mehr gesehen, den Film. Aber jetzt wird er auch bald wieder in den Player landen. Nein, das ist bloß Klebchen. Alles gut, alles chico. So, lieber Kemal, mein Freund, was mache ich nur mit dir jetzt? Ah, Checks, scheiße gerade. Ich mache mal auch schnell Durchlauf, weil ich denke, es wird ein bisschen dauern, bis ich ihn ausgepackt habe, okay? Bis gleich. Ja, ich bin fertig. Und was ich richtig cool finde, er hat ja sogar eine Base unten drin. Also er kann gar nicht umkippen. Denn ich habe einige ja, ältere Neckerfiguren auch von Freitag der 13. Diese ganzen Figuren halten überhaupt nicht. Da musst du erst so hinfriemeln, damit sie auch wirklich halten. Aber er hat hier wirklich so einen kleinen Standfuß unten drin, wo man ihn reinstecken kann. Und voll cool, da ist er. Der Captain Jack Sparrow. Ja, da ist er. Voll coole Sache. Mein Problem ist immer diese Pistole. Ich weiß nicht, wie ich die festmachen soll. Da bin ich immer zu ja, ungeschickt oder zumindest ich habe zu grobe Finger anscheinend. Ja, hier auf jeden Fall die Figur, hier so schaut der Kopf aus, hat auch ein bisschen Ähnlichkeit mit Johnny Depp und dann natürlich auch mit richtig coolen Sachen rumgehängt. Hier eben hinten auch dann der, ja, schaut ein bisschen komisch aus, der steht hier so weg im Schritt. Ja, aber hier eben der Kompass. Nur mir eben kennt oder in verschiedenen Verzierungen. Auch hier eben auch dann der Rock, der steht hier so über. Also richtig tolle Figur. Vielen herzlichen Dank, lieber Kemal, für dieses großartige Geschenk. Wirklich war hier den Piratenhut kann man auch abnehmen, den kann man auch selber aufsetzen. Oh nein, er hält mich nicht. Da ist mein Kopf anscheinend zu groß. Voll cool. Also geile Idee, geile Sache. Ich freue mich wirklich wie verrückt über diesen Jack Sparrow. Und natürlich bekommt er auch einen Ehrenplatz in meiner Vitrine. Gut, dass ich ein bisschen Platz gemacht habe und die ganzen Walking Dead Sachen verkauft habe. Und jetzt habe ich eben Platz für Captain Jack Sparrow. Und ich sehe ja gerade, hier gibt es noch wesentlich mehr Figuren. Also ich will euch die Packung gerade nochmal zeigen, weil ich war das wirklich echt extrem... ja, grobmotorisch habe ich es aufgeschnitten. Wahrscheinlich werden mich viele dafür lünchen, aber... aber egal, denn ich will die Figur auf jeden Fall haben. Und hier gibt es Elizabeth Swann gibt es noch, die Tia Dalma und Captain Teach. Ja, ne? Keith Richards. vielleicht hol ich mir auch noch. Richtig cool auf jeden Fall. Und ja, was soll ich sagen? Geile Aktion, mein lieber Freund. Kemal, herzlichsten Dank für diese tolle Figur von Necker, von Captain Jack Sparrow und den coolen Steelbook von Smoking Aces. Ich halte jetzt mal so eine Kamera, Entschuldigung. Ja, herzlichsten Dank, wirklich wahr. Vielen, vielen, vielen herzlichsten Dank für dieses tolle Geschenk. Dass man natürlich Weihnachten noch ein bisschen fröhlicher, wie ich schon bin. Und ja, das war's von mir, von dem Mystery-Paket, vom lieben Kemal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und was soll ich sagen, herzlichen Dank nochmal wirklich, weil ich kann mir tausendmal genug bedanken, weil ich einfach immer so, ja, das ist einfach eine coole Geste für euch, wenn man halt trotzdem ein bisschen eine Belohnung bekommt, wenn man halt sowas macht. Echt herzlichsten Dank. Und ja, das war's von mir und juhu, Captain Jack Sparrow! Danke, 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 danke. Tschüss. Beep. Live long and prosper, mein Freund. Das geht an dich, Kemal.